Willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Und immer am Montag im Livestream, wenn ich gesagt habe, ich bin auf dem Weg nach Erfurt, nächste Woche bin ich in Erfurt unterwegs, haben so viele Leute gesagt, geh mal zu Faust Food in Erfurt. Ich kannte das ja nicht, weiß ja nicht, was das ist. Beziehungsweise eigentlich hat es immer dieselbe Person nur geschrieben. Geh mal zu Faust Food. Jetzt sind wir hier, Auftragsgriller mit uns, feste, fette Feste feiern. Guckt euch das an, das Schild schon alleine hier. Auftragsgriller, Segway Inhouse Grill, das erste, einzig wahre, leckerste und überhaupt Faustfood, faustfood.de, Tor Holzkohle Grill. Hier ist auch die Telefonnummer, nochmal für Facebook, Faustfood Erfurt und die Internetadresse. Hier hängt auch noch ein Schild dabei, da seht ihr eine kleine Auswahl. Hier stehen zum Beispiel schon diese doppelten Cheeseburger, 400 Gramm mit Pommes. Hier außen gibt es noch mal eine größere Karte. Da steht Backe Spezial, Rostbredel überbacken mit Federkäse und Brot. Also gibt es vieles vom Grill, vieles, was lecker ist. Wir wollen da jetzt mal reingehen, wollen mal schauen, was es da sonst noch gibt. Ich bin eigentlich immer auf der Suche nach Burgern, wegen Romantik. Aber erstmal muss ich wieder fragen, ob ich überhaupt filmen darf, um Werbung zu machen. Oder ob die sagen, geh weg. Aber mal gucken, bisher haben wir eigentlich immer Glück gehabt. Wir sehen uns dann also drin. So, wir sind jetzt drin angekommen. Wir haben natürlich bestellt. Es gibt einen doppelten Wagyu Barbecue Bacon Burger. Wagyu Rind müsstet ihr ja kennen. Ist ja eigentlich sehr gutes Rindfleisch, was man auf jeden Fall mal probiert haben müsste. Ist jetzt sogar ein doppelter, also extra saftig, extra viel drauf, mit Pommes dazu, mit Soße dazu. Doppelter Wagyu Barbecue Bacon Burger. Den zeigen wir euch auch mal, wie der hier aussieht. So, da seht ihr das. Ist also ein richtiges Türmchen. Sehr saftig auf jeden Fall. Die Pommes dabei noch. Hier habt ihr noch ein bisschen Dip nebenbei. Wie immer ist hier oben auch so ein Spießer drin. Ich weiß auch immer nicht, soll man das jetzt wieder den Spießer rausmachen und versuchen mit der Hand zu essen oder einfach abschneiden. Aber beim Abschneiden würde das wahrscheinlich eh auseinanderfallen. Wir können den mal aufklappen. Da seht ihr hier noch, da ist also der Bacon mit drauf. Da sind Gürkchen mit drauf. Und hier unten ist natürlich noch Salat dazwischen. Ihr seht hier zwei richtig dicke, saftige Wagyu-Scheiben. Also so Rind, ne? Denke ich mal. Wir werden jetzt aber mal probieren, wenn wir den hochnehmen. Mann, die Lampe immer zu. Die Lampe macht immer zu Schatten in mein Gesicht. Wenn wir den hochnehmen und versuchen einfach mal so reinzubeißen, dafür stelle ich euch wieder auf den Tisch. Auf die Ketchupflasche am besten. Nein! So, das sieht doch schon fast gut aus. Hier seht ihr das nochmal, die ganze Platte mit Pommes, mit dem doppelten Wagyu-Burger, mit Bacon und Barbecue. Ist natürlich noch sehr heiß, ich glaube, ich verbrenne mir gleich alles. Am besten, wir probieren erstmal eine Pommes. Das sind wieder diese etwas dickeren, andere sagen immer so Pharma-Kartoffeln dazu oder irgendwas. Dip ist auch interessant. Sieht aus wie so ein Cocktail-Dip. Die Pommes sind auf jeden Fall sehr knusprig. Auch gut gesalzen. Der Dip passt dazu. Bin immer gespannt. Eigentlich müsste ich den Burger eigentlich immer ohne Pommes nehmen. Weil ich sonst immer so überfressen bin. In letzter Zeit, wenn ich Burger esse, bin ich immer schon satt und muss die Pommes mir immer noch einpacken oder hinterher zwiebeln. Also die Pommes kriegen schon mal eine gute Note. Wir sind jetzt mal gespannt. Wir versuchen das wirklich jetzt hochzuheben und reinzubeißen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, da haben wir den Kamerad. Guckt euch den nochmal an. Da wollen wir jetzt reinbeißen. Ihr hattet natürlich auch die Auswahl, ob ihr den Medium oder Rare haben wollt. Ich habe den jetzt also Medium genommen. Ihr seht auch, ist noch ein bisschen rosa. Ist auf jeden Fall sehr saftig, schmeckt sehr gut. Also der Chat hat nicht gelogen. Siehst ja immer, wenn du in Erfurt bist, geh mal zu Faustfood, probier da mal die Burger. Du wirst nicht enttäuscht sein.
Habe ich auf jeden Fall auch noch nicht probiert, so einen Burger. Egal, wo ich hingekommen bin, alles ist so unterschiedlich, alles schmeckt so komplett anders. Mit Burgern macht man, wie gesagt, nie was falsch. Richtig genial, richtig brutal. Und die Pommes natürlich dazu, die dürfen wir nicht vergessen. Gibt natürlich jetzt wieder eine kleine Sauerei. Aber der Geschmack ist da. Und ich glaube, ich habe noch nie so einen saftigen Burger erlebt. Die ganze Hand ist voll getropft. Aber der schmeckt einfach so fantastisch. Sehr gutes Fleisch auf jeden Fall. Aber ist ja auch Wagyu-Rind, ne? Das war es auf jeden Fall. Wir können uns ja nochmal melden zu einem Fazit, wenn wir fertig sind. Machen dann nochmal eine kleine Überblendung. Ich glaube, wenn ich mich jetzt abputze, bin ich in 2 Sekunden eh wieder vollgesaugt. Deswegen keine Ahnung, aber gut, ich muss ja die Kamera noch ausmachen. Wir melden uns auf jeden Fall gleich nochmal zurück, wenn wir den gegessen haben. Aber guckt euch das nochmal an. So ein Oschi auf jeden Fall, wenn ihr den aufklappt. Hier 2 richtig fette, große, saftige Scheiben. Frisch vom Grill. Ihr könnt ja hier zugucken, wie das alles gegrillt wird, direkt vor euren Augen. Habe ich so noch nicht erlebt. Bin begeistert, muss ich sagen. Das war's aber jetzt erstmal kurz. Wir essen und melden uns dann nochmal zurück. So, wir sind wieder zu Hause angekommen und ich kann noch ein kleines Fazit abgeben zu Faust Food. Und zwar wurde ich ja da von einem Chat drauf gebracht. Die haben gesagt, geh da mal hin, wenn du in Erfurt bist. Habe ich jetzt also gemacht, bin da hingegangen. Sah auch sehr interessant aus da drin, dieser offene Grill. Der Mann, der da stand, die ganze Zeit das Zeug da gebraten bzw. gegrillt hat. Wir haben uns hingesetzt erstmal, wollten uns die Karte angucken, aber da gab es ja keine Karte. Dann kam auch schnell der Begriff, ihr müsst hier vor, um zu bestellen. So richtig angepumpt einfach nur, habe ich gedacht, okay, kann man ja mal machen. Da ist die Stimmung schon in den Keller gesunken. Dann habe ich gefragt, trotzdem ganz höflich, ob man da mal filmen darf, weil ich ja immer für YouTube da so Essen teste und alles. Und hat er gesagt, ungern. Er möchte nicht, dass die Leute da gefilmt werden und alles. Und wenn ich mein Essen filme, dann ist das was anderes. Habe ich gesagt, ja, ich habe ja eh keine Mitarbeiter drauf oder irgendwas. Wenn, dann mache ich ja sowieso immer nur das Essen, meinen Teller, mich und gebe da so Feedback ab. Und ist ja auch alles Werbung oder so und keine Ahnung. Hat aber auch gleich gesagt, ganz ehrlich, braucht man nicht. Ne? Also so richtig arrogant und abgehoben braucht man nicht. Bei uns läuft's, was willst du überhaupt von mir? Ich fand den halt an sich ein bisschen, naja, ich hätte ihn mir freundlicher gewünscht, einfach nur so. Der stand die ganze Zeit da, hat sein Zeugs da rumgewendet, rumgeschmissen, gemacht und hat die ganze Zeit richtig böse geguckt, einfach nur. War übelst genervt, meiner Meinung nach. Entweder hat er keinen guten Tag gehabt oder der ist immer so, weil er das den ganzen Tag macht. Das Essen hingegen war richtig genial, war richtig lecker, hat so gut geschmeckt. Ich glaube, das war der beste Burger, den ich je gegessen habe. Ich habe ja wirklich gedacht, bei Wagyu Rind, bei so einem Steak, ihr kriegt da so ein komisches Stück Fleisch. Bei Fleisch bin ich immer zimperlich, ich mag eigentlich nichts, was nicht gut verarbeitet ist. Gerade so Braten esse ich gar nicht. Sonntags, wenn die Klöße immer rollen und die Leute Braten essen, sage ich immer, nee, nein, danke. Ich esse eigentlich nur eher so Verarbeitetes, wenn man gar nicht mehr sieht, was es vorher war. Das Fleisch hat mich aber überzeugt, war richtig genial, hat richtig gut geschmeckt, war so würzig, war so saftig, war so wunderbar. Einfach nur, ich kann nichts sagen, das war das beste Fleisch, was ich je gegessen habe. Und aber generell einfach, auch als ich mich dann vorne hingestellt habe und wollte bestellen, ich gucke mir so die Karte an, der andere Mitarbeiter, der andere Typ steht so neben mir und guckt mich so an, als würde er mich gleich umbringen wollen. Ich habe gedacht, was ist denn? Ich will doch nur was zu essen bestellen und wollte halt eigentlich nur Werbung für euch machen oder halt meine Meinung dazu sagen, aber ich habe mich einfach komplett unwohl gefühlt, muss ich ehrlich sagen. Das Essen war super, aber von den Mitarbeitern her, sowas habe ich halt einfach noch gar nicht erlebt. Die meisten haben sich bisher immer gefreut, entweder war es denn egal oder sie haben halt gesagt, ja gerne, nur zu, mach das, ey, coole Sache, wie heißt denn das, kann man sich das mal angucken. Und es wäre okay gewesen, wenn er sagt, er möchte das nicht, aber
so wie er das gesagt hat und wie er das dann rübergebracht hat und auch mit den Argumenten dazu, dass sie das nicht nötig haben und das war so richtig in die Fresse gerotzt einfach nur, also fand ich nicht so cool, aber das Essen hat auf jeden Fall geschmeckt, deswegen, wenn ihr auf leckere Burger steht, geht mal zum Faustfood, genau, jetzt habe ich schon wieder fast vergessen, geht mal zu Faustfood, auf jeden Fall kann ich das empfehlen, geschmacklich 1A, erste Sahne, aber wenn ihr sensibel seid, so wie ich, geht da nicht hin, dann geht ihr mit einer schweren Depression wieder raus, nach Hause, das war's aber von meiner Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin wieder, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.